dann versuche ich mal anzufangen und ich versuche mich auch kurz zu halten, was ziemlich schwierig ist, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich mit der Tarifbewegung 2012 angefangen haben. Vielleicht als Einstieg, weil wir wollen ja auch irgendwie nach vorne diskutieren und es geht ja auch um Austausch und Vernetzung und gegenseitige Unterstützung auf den unterschiedlichsten Ebenen in dieser Bewegung. Was vielleicht einige nicht so in Erinnerung hatten, dass wir 2012 angefangen haben an der Charité, hatte zwei Ursachen, nämlich einmal die Ursache, dass wir sehr erfolgreich in 2011 einen Arbeitskampf erstritten haben, bei dem es um mehr Lohn ging und die Lohnangleichung an das bundesweite westliche Tarifniveau. Wir haben es 2011 geschafft, tatsächlich alle Hürden sozusagen im Ost-West-Unterschied komplett zu beseitigen an der Charité und haben im Durchschnitt auch über 300 Euro mehr Gehalt für die Kolleginnen erstreikt in einem erfolgreichen Arbeitskampf. Die Reaktion des Arbeitgebers war es, halt an anderer Stelle zu sparen. Krankenhäuser sind personalkostenintensiv, deswegen hat die Charité massiv am Personal gespart und hatte dann in einer Nacht- und Nebel-Pfingst-Aktion sämtliches eingestelltes Leasing-Personal wieder abbestellt und massiv sozusagen an dieser Stelle gespart. Und wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt hier in irgendeiner Form 2012 agieren. Das war der innerbetriebliche Druck, der entstanden ist. Gleichzeitig hatten wir ja damals auch noch Verdi im Fachbereich bundesweit, eine Bewegung, die Druck muss raus, wo es die erste Überlegung gab, und da gab es auch ein bundesweites Vernetzungstreffen dazu, hier eine bundesweite Tarifbewegung zu machen, um Entlastung im Krankenhaus zu schaffen für die unterschiedlichsten Berufsgruppen, um hier eine gemeinsame tarifliche Bewegung zu gestalten. Wir waren damals dann mit unserer Aufforderung an den Arbeitgeber 2012 für einen Tarifvertrag mit Mindeststandards eigentlich der Pilot im Krankenhausbereich. Nur, dass sich dann, nachdem wir Pilot waren, dann bundesweit die Kampagne etwas verändert hat und keine tarifliche Kampagne mehr war. Deswegen waren wir dann die Alleinigen als Pilot. Aber das nochmal vor dem Hintergrund der Entwicklung, dass halt eben da dann nochmal eher auf andere Aspekte Wert gelegt wurde und halt eben bundesweite Aktionen zwar durchgeführt wurden, Nachtdienstcheck möchte ich erinnern und generell die Zahl, die Verdi ja in den Raum gesetzt hat, ich glaube, das ist immer noch bedeutend, dass 162.000 Beschäftigte in den deutschen Krankenhäusern fehlen. Das ist immer noch eine Marke, die halt eben gesetzt ist und sozusagen daran arbeiten sich mittlerweile alle ab. Das, was ja schon mal ein Aspekt ist. Ich will gar nicht so sehr auf die einzelnen Anekdötchen eingehen und fürs und wie wir da im Arbeitskampf uns entwickelt haben. Was nochmal wichtig ist für die Diskussion, ist, glaube ich, auch für die Bewertung, das, was die Entlastungsbewegung jetzt bundesweit in den deutschen Krankenhäusern bewirkt oder an einigen Stellen noch nicht bewirkt hat, stellt sich für mich die Frage, also ich würde mal einfach mal die These in den Raum werfen, wenn man genügend mutige und entschlossene Kämpferinnen hat, kann man in jedem Krankenhaus eine solche Bewegung starten. Das ist meine These. Und das ist nicht passiert, liegt an den Akteuren vor Ort und an der Ressource sozusagen hier mit Frauenkraft und Männerkraft hier tatsächlich die Kolleginnen zu organisieren und in die Aktion zu holen. Das ist meine Grundthese, die wir haben, weil es ganz oft auch in den Diskussionen ist, ja, ihr an der Charité, ihr seid so exotisch, ihr könnt da kämpfen und so weiter und so fort, und bei uns klappt das alles nicht, unsere Pflegekräfte sind zu träge. Also dieses Bild ist meiner Meinung nach ein absolut falsches Bild und füttert eigentlich nur diejenigen, die wenig an Veränderungen selber gestalten wollen. Das ist die eine These. Die andere These ist, glaube ich, auch, was auch innergewerkschaftliches Ringen immer wieder war, nämlich, dass es keine chinesische Mauer gibt zwischen der tariflichen Bewegung und dem Kampf für eine gesetzliche Regelung, sondern ganz im Gegenteil, dass das letztendlich Hand in Hand geht und das eine das andere bedingt. Ja. Wäre die
Das war die These, die wir damals, wir hatten damals die Schlagzeile entwickelt vom Tarif zum Gesetz, wo wir das eigentlich schon vorgezeichnet haben, wo wir auch sehr eng mit der linken Bundestagsfraktion zusammengearbeitet hatten. Also unser Arbeitgeber gesagt hat, unsere Forderungen seien, würden gegen das Grundgesetz verstoßen, gegen unternehmerische Freiheit, dass man keine Mindeststandards in den Krankenhäusern entwickeln kann. Da haben wir sehr eng und sehr erfolgreich mit der linken Bundestagsfraktion zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass das jetzt auch mittlerweile überwunden ist, ja, dass die Diskussion nicht mehr besteht, ist das irgendwie ein Feld, was man gar nicht tariflich beschreiten kann, sondern es ist eigentlich klar, das ist ein Feld, was man letztendlich auch tariflich beschreiten muss, weil ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, wenn man jetzt nicht sieht, was sozusagen auf der gesetzgeberischen Ebene eine Entwicklung ist, da will ich jetzt auch nicht so viel davon eingehen, sozusagen, was die Große Koalition da in ihrem Koalitionsvertrag da zusammengeschrieben hat. Das hört sich ja ganz nett an in den Überschriften, aber was unten drunter steht, wenn was unten drunter steht, das ist dann schon wieder Kacke, ja, um das mal politisch bewertend zu machen. Ja. Und damit dann sinnlogisch natürlich auch durch eine Person vertreten, die das dann eben auch perfekt umsetzen kann. Was da deutlich ist, weil also selbst wenn es sozusagen eine bessere gesetzliche Regelung gäbe, glaube ich, dass durch die Finanzierungsstruktur des deutschen Gesundheitswesens es unabweichlich bleibt, selbst bei einer wunderbar idealen gesetzlichen Regelung, die Mindeststandards so nach unseren Vorstellungen definieren würde, bräuchte man trotzdem eine tarifliche Bewegung und eine tarifliche Absicherung, um sicherzustellen, was auf der betrieblichen Ebene läuft. Weil das ist die Erfahrung, die wir jetzt auch im Austausch mit den anderen Krankenhäusern machen. Wir haben ja auch Vernetzungstreffen zwischen den Uniklinikern gehabt, die da in der Vorreiterfunktion sind. Was Entlastungsbewegung angeht, da wird Silvia noch ein paar Sachen zu sagen, zu der bundesweiten Geschichte. Aber eine Erkenntnis, die wir haben, ist tatsächlich, dass man tatsächlich durch genügend Druck sicherlich zu Mindeststandards kommen kann. Aber die entscheidende Frage ist für die Beschäftigten vor Ort, was passiert, wenn diese Mindeststandards nicht eingehalten werden. Das ist ja die Erfahrung, die wir an der Charité gemacht hatten. Wir haben 2016 einen Tarifabschluss gemacht. Und wenn man sich jetzt anschaut, was bundesweit sozusagen auf den Papieren in den Verhandlungsständen drin ist, dann haben wir sehr gute Mindeststandards und auch die Zahlen, die ja der Arbeitgeber uns verpflichtend liefern muss, machen deutlich, dass die Standards, die wir festgesetzt haben für die unterschiedlichen Bereiche, nicht schlecht sind. Das, was schlecht ist und was uns zum Arbeitskampf im letzten Jahr geführt hat, zum zweiwöchigen Arbeitskampf, war die Umsetzung, das, was passiert, wenn diese Standards nicht eingehalten werden, unterschritten werden, was passiert dann? Ja, das sogenannte Konsequenzmanagement, das ist, glaube ich, die Kerndiskussion, die man führen muss und an die man auch gar nicht vorbeikommt, selbst wenn man erfolgreich ist bei einer gesetzlichen Regelung, selbst wenn man einen tollen Mindeststandard auf dem Papier hat oder der Arbeitgeber sagt, ja, wir stellen so und so viele 100 neue Leute ein, egal wo die herkommen. Ja, das ist die Diskussion, die geführt werden muss und das ist die Auseinandersetzung, die wir derzeit auch an der Charité führen. Wir haben ja im letzten Jahr dann eben den Arbeitskampf beendet mit einer Verhandlungsgrundlage, wo es genau darum geht, lückenlose Dienstpläne entlang der Standards zu machen, um hier zu schauen, wie man da eine Absicherung hinbekommt für die Beschäftigten. Weil solange sich die Arbeitsbedingungen in jeder Schicht nicht verbessern, kann ich Standards und Formulierungen und Zielsetzungen entwickeln, wie ich will. Solange meine Schicht weiterhin so beschissen ist, wie sie derzeit ist, ja, ist es eine wahnsinnige Belastung für die Beschäftigten, werden wir da keinen Erfolg haben. Werden wir sicherlich nicht auch die Kolleginnen bewegen können, die großteils auf Teilzeit gegangen sind, wegen der Arbeitsbelastung dann auf Vollzeit zu gehen, um den Personalmangel auszugleichen. Und werden wir es auch nicht schaffen, dass wir perspektivisch junge Menschen, die in die Ausbildung gehen für diesen tollen Beruf, dann auch in diesem Beruf weiterarbeiten und das dann auch noch bis zur Rente. Weil die Perspektive, die hat, glaube ich, keiner von uns, diesen Beruf bis zur Rente durchhalten zu können unter den Arbeitsbedingungen, die derzeit vorherrschen. Und das heißt, es muss sich im Alltag was verändern. Und wir haben auch nicht umsonst damals 2012 schon in dem Hochgespräch, der ja jetzt, das macht uns ja auch relativ stolz, ne, dass unser Slogan, mehr von uns ist besser für alle, weil es nicht nur um die Beschäftigten geht, sondern eben auch um die Patienten und Angehörigen geht, dass dieser Spruch tatsächlich das Leitmotiv
sozusagen der bundesweiten Bewegung geworden ist. Aber ich glaube, dass wir genau an diesen beiden Punkten die Diskussion führen müssen, die Auseinandersetzung führen, auch der betrieblichen, gewerkschaftlichen Ebene. Ein Aspekt noch, weil ich mich da auch in den letzten Jahren ziemlich viel mit beschäftigt habe, und wir haben ja auch an der Charité ausländische Fachpflegekräfte in der Rekrutierung, die kommen hauptsächlich aus Rumänien und Mexiko. Albanien. Rumänien deswegen, weil Länder wie Rumänien und Bosnien-Herzegowina mittlerweile dazu übergehen, über Gebühr Leute auszubilden in Pflegeberufen, um sie dann ins Ausland zu schicken, als Teil sozusagen zur Aufrechterhaltung des Bruttoinlandsproduktes. Ja, weil die dann ihre Einkommen wieder zurück ins Heimatland schicken, und das ist ein Teil sozusagen des Exportschlagers. Ja. Ich glaube, Thailand war das Land, das in den 90er Jahren damit angefangen hat. Die bilden, glaube ich, doppelt so viele Pflegekräfte aus, wie sie brauchen, mit dem Bewusstsein, die dann hauptsächlich im asiatischen Raum dann einzusetzen. Also Pflege ist sozusagen Exportartikel geworden für arme Länder. Ja, in ganzen Reihen von armen Ländern führt es halt eben zum sogenannten Brain Drain. Das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass wir natürlich dann auch Menschen haben, die eine Qualifikation haben in Ländern, wo sie selber für sich und ihre Familien keine Perspektive haben, und dann mit ihrem Fachwissen abwandern in die reichen Ländern der Nordhalbkugel. Das sind eben die Aspekte, wo man dann tatsächlich auch gegensteuern muss und auch gegenhalten muss. Deutschland, die letzte Bundesregierung hat mit Serbien noch einen Abschluss gemacht, weil ich vorletztes Jahr war ich auf einer Gewerkschaftskonferenz in Bosnien, wo es um die ehemaligen jugoslawischen Länder ging. Die hatten dann eine gemeinsame Konferenz der Gesundheitsgewerkschaften. In Serbien gab es noch von der letzten Bundesregierung einen Abschluss, dass ca. 20% des Fachpersonals aus den serbischen Krankenhäusern nach Deutschland gehen können. Das sind die Schätzungen der Kollegin. Das betrifft Ärzte und Pflegekräfte. Ja. Müssen Sie sich vorstellen, die Lebenshaltungskosten in Serbien sind ähnlich hoch wie in Deutschland, aber die Einkommen sind um ein Vielfaches niedriger als in Deutschland. Sodass hier tatsächlich dann genau dieser Druck entsteht, ja, und das dann natürlich sinnlogisch ist, dass ein Herr Spahn dann auf die Idee kommt, genau auf diesen Weg zu beschreiten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der innerhalb der Gewerkschaften kaum diskutiert wird. Damit will ich dann auch langsam zum Ende kommen, weil ich will einfach die Diskussion, weil innergewerkschaftlich bedeutet das natürlich, müssen wir Antworten geben. Ja? Weil diejenigen, die sich ja vorgetan haben, zum Beispiel gegen Brain Drain aktiv zu werden, ja, werden dann auch gerne von den Rechten benutzt als Alibi-Äußerungen sozusagen, ne? Wir wollen keine Ausländer hier haben. Ja? Deswegen muss man aufpassen, wie man darauf reagiert und wie man auch tatsächlich internationale Kooperation, da ist ja auch nicht unbedingt sozusagen, wo Verdi sich in den letzten Jahren hervorgetan hat, international gewerkschaftliche Zusammenschlüsse und Aktivitäten zu gestalten, sondern das müsste ja viel stärker noch in den Fokus gerückt werden, um dem entgegenzusteuern. Ja? Hier eine internationalistische Antwort zu geben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Gefahr, weil die Kolleginnen, die kommen, haben natürlich eine ganz andere Motivation, hier zu arbeiten als wir, was dann sozusagen uns in der Organisierung und Durchsetzungskraft dann eben durchaus auch dann auch schwächen könnte. Das andere ist, das wird sicherlich Herr Spahn dann auch nochmal irgendwie einen Punkt setzen, ist der sogenannte Skill-Mix. Ja. Es gibt kaum einen Beruf, der so unklar definiert ist wie der Pflegeberuf. Ja? Das geht ja sozusagen von, die Mutter kümmert sich um ihr Kind und das ist Pflege, ja? Bis hin zur hochspezialisierten Fachpflegekraft. Ja? Sodass hier eine enorme Spreizung stattfindet und die Krankenhäuser darauf versuchen, und das hatten wir ja auch schon in unserem Tarifvertrag, ja, wo wir gesagt haben, dass Serviceleistungen nur zu einem Bruchteil
angerechnet werden können an die Pflegestellen. Das war 2016 fast der Knackpunkt, wo die Tarifeinigung gescheitert wäre, genau an diesem Skillmix und die Abgrenzungen zu Serviceleistungen, also Hotelleistungen, die halt eben am Patienten angeboten werden. Was jetzt noch stärker in den Vordergrund rückt, wenn man sich anhört, dass die Verhandlungspartner gesetzliche Krankenversicherung und Deutsche Krankenhausgesellschaft ja die Theorie haben, dass ein Drittel sozusagen derjenigen, die für Pflege in den Krankenhäusern arbeiten können, gar keine Fachpflegekräfte sind. Ja, um hier eine schnelle Antwort zu führen, und das Deckmäntelchen ist dann der Fachkräftemangel. Wir haben ja gar nicht so viele Krankenschwestern vor Ort. Und diese Antworten müssen, glaube ich, gegeben werden. Das sind die beiden Sachen, die man da noch mit diskutieren muss. Und das, damit würde ich es jetzt erstmal sozusagen für die Diskussion nach vorne belassen, nicht zu verschweigen, dass wir eben den anderen Aspekt, und das ist dann die Überleitung, ja damals auch. Also wir hatten damals, ich glaube Bernd Rixinger war da recht frisch im Amt als Parteivorsitzender und hat sozusagen von der Gewerkschaft aus Stuttgart in die Partei gewechselt. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, damals, als wir die Bewegung angefangen hatten in einer Betriebsgruppensitzung, dass es enorm wichtig ist, sozusagen, wenn man im öffentlichen Dienst solche Arbeitskämpfe führt, dicke Bretter bohren will, dass man den Schulterschluss mit der Öffentlichkeit braucht, dass Bündnisarbeit ein wesentlicher Aspekt ist, sozusagen, um erfolgreich im öffentlichen Dienst, im Dienstleistungsbereich zu sein, Arbeitskämpfe zu führen. Wenn man da den Rückhalt nicht hat, hat man eigentlich verloren. Und um diesen Schulterschluss herzustellen mit Patientinnen, mit der Öffentlichkeit, hatten wir ja dann mit sehr vielen Aktiven hier in Berlin dann das Berliner Bündnis für mehr Krankenhauspersonal gegründet, das dann natürlich dann auch sich erfolgreich weiterentwickelt hat. Das ist jetzt mein Stichwort. Genau. Also eigentlich hätte ich auch noch sehr viele andere Dinge zu sagen, jetzt auch was jetzt relevant ist hier in Berlin betrifft, aber das können wir natürlich nachher nochmal in der Diskussion machen, weil eigentlich wäre es gut gewesen, wir hätten parallel mit der Charité auch für Tarifvertrag von der Personal gekämpft. Aber ja, das machen wir vielleicht lieber nachher. Das, die Geschichte kennen wir auch so einige und da kann man auch drauf eingehen. Weil im Grunde genommen ist jetzt auch mein, also ich bin schon seit dem Streik 2015 in dem Bündnis, auch als sozusagen Liaison zu Vivantes und wir sind bei Vivantes auch vom Bündnis unterstützt worden, als wir vor 2 Jahren im Rahmen der TVÖD-Runde auch in wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Mobilisierung hatten, die leider von Verdi-Seite ausgebremst wurde, um das einfach jetzt nochmal auszusprechen. Aber das ist halt nachher nochmal ein Diskussionspunkt, den man hier nicht nochmal aufbringen werden. Wir haben schon vor 2015 schon versucht, über den Landeskrankenhausplan in Berlin, dazu haben wir eine Unterschriftenliste gemacht, eine Unterschriftensammlung gemacht, um halt Personalmindestvorgaben als Qualitätskriterium in den Landeskrankenhausplan reinzubekommen, was uns auch gelungen ist, die aber nicht verbindlich sind. Und auf der Grundlage halt auch nochmal, halt um noch mehr Druck auszuüben, auch nochmal auf einer politischen Ebene, haben wir uns dann halt ausgedacht, dass es doch gut wäre, wenn wir ein Gesetz beschreiben würden, wo Qualitätsvorgaben festgeschrieben werden auf landesgesetzlicher Ebene. Also es gibt in jedem Land ein Landeskrankenhausgesetz und einer der Hauptpunkte da drin ist, dass die Qualität der Patientenversorgung, dass es die Qualität der Patientenversorgung sicherstellen soll. Und was ist für die Qualität von der Versorgung das Wichtigste eigentlich ist ausreichend Personal. Und so haben wir dann Paragraphen
reingeschrieben, die im Grunde das regeln sollen, was der, also viele Sachen haben aus dem Tarifvertrag der Charité übernommen. Dann haben wir noch, dann steht da noch drin Vorgaben zur Reinigung, weil Hygiene ist auch ein ganz wichtiges Qualitätskriterium für die Versorgung der Patienten. Dann gibt es Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Also ganz wichtig ist darin auch die Information, also die Information von den Krankenhäusern, wie viel Personal sie eigentlich haben. Ja, die gibt es nämlich eigentlich. Die gibt es nämlich kaum. Das ist auch eine der Schwierigkeiten, die ihr mit eurem Tarifvertrag habt. Ne? Also diese Patientenpflege Ratio, wie heißt das? Also eine Pflegekraft versorgt 10, 15 Patienten oder 1 zu 5, das sind halt Zahlen, die eigentlich nur aus Befragungen errechnet sind und nicht von den Krankenhäusern kommen, diese Zahlen. Die legen nicht offen, wie viele Pflegekräfte da eigentlich oder wie wenig Pflegekräfte eigentlich Patienten versorgen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann die Investitionen sind auch Landessache und deswegen haben wir auch da in das Gesetz reingeschrieben, dass die Investitionsquote halt auf eine erhöht werden muss. Das wäre hier im Grunde fast verdoppelt hier in Berlin, weil das ist der einzige Weg, wie wir uns über Finanzierung von mehr Personal auf einer Landesebene, wo wir halt dann Einfluss haben könnten, gesetzlich. Eigentlich gibt es das Gesetz schon, aber es ist nirgendwo gesetzlich festgeschrieben, wie hoch diese Quote sein muss. Und die fordert ja auch niemand ein. Die Krankenhäuser könnten ja auch hergehen hier und klagen gegen das Land, was natürlich nicht machen, weil das ist ja der Eigentümer, dass sie halt das Geld kriegen. Und wir haben unseren Volksentscheid am 1. Februar gestartet. Die Hamburger sind letztendlich mit ihrer ersten Stufe schon durch. Wir lassen uns noch ein bisschen mehr Zeit, weil es, also in Hamburg sagen wir schon ganz, ganz offen, dass es da halt schon Widerstände gibt wegen der Bundesgesetzgebung, die gerade eben auch geregelt wird. Wir und halt auch andere, also es gibt wenige Juristen, die das irgendwie fachlich eigentlich wissen können, ja, weil es halt schon auch was Neues ist, aber der Ansatz ist eigentlich auf Landesebene regelbar ist, weil es halt drin steht. Es ist eher noch die Frage, ob es wirklich bundesgesetzlich geregelt werden kann. Aber diese Frage stellt bisher auch wirklich auch nicht so richtig jemand. Wir haben schon ein bisschen Druck, also unser Druck hat schon ein wenig Erfolg hier in Berlin. Also es gibt diese Bundesratsinitiative, die letzte Woche verabschiedet wurde in Bezug auf diesen 137i, den sie gerade bis zum 30.06. erstmal regeln wollen. Das ging hier von Berlin aus, dass da halt das soll ja regeln, dass pflegesensitive Bereiche nur eine Personalbemessung kriegen, wobei die auslegen, was jetzt pflegesensitiv sehr, sehr eingeschränkt ist, und das soll halt auch alle beckenführenden Abteilungen ausgeweitet werden, und es soll auch das Patientenwohl im Mittelpunkt stehen und nicht Vermeidung von Vorkommnissen. Also das steht halt auch so in dem, was hier gerade die Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich da ausdenken, könnte eher noch zu einer Verschlechterung der Situation führen, dass es irgendwas besser.
deswegen ist es gut, dass es da halt schon auch nochmal Druck von anderen Seiten gibt, noch mehr als was im Koalitionsvertrag steht. Aber es ist schon mal ein Zeichen dafür, dass wir halt schon so ein, dass es einfach gehört wird. Ja? Und wir setzen natürlich mit diesem Volksentscheid und den Unterschriften sammeln, dass das Thema in der Öffentlichkeit. Das ist mal, also letztendlich thematisiert wird es halt, wird auch schon im Koalitionsvertrag, dass eigentlich die Krankenhausfinanzierung, also es steht drin im Koalitionsvertrag, dass die Krankenhausfinanzierung sich ändern müsste. Weil das ist natürlich auch das Argument von unseren Arbeitgebern. Wir würden ja gerne ganz viele regeln, aber wir kriegen das Geld nicht dafür. Also und eine der Ursachen in dem Pflegenotstand, die wir haben, ist die Krankenhausfinanzierung über Fallpauschalen. Und das gehört eigentlich auch abgeschafft. Aber das käme ja einer kleinen Revolution gleich. Ja? Aber die kleine Revolution steht im Grunde im Koalitionsvertrag drin. Aber mit Jens Spahn habe ich jetzt irgendwie keine Hoffnung, dass der das auch nur irgendwie umsetzt. Also da steht drin, dass die Personalkosten aus den Fallpauschalen rausgenommen werden und die Personalkosten extra finanziert werden. Und wenn sie das tatsächlich umsetzen würden, wäre das der erste Schritt zur Abschaffung der Fallpauschalen. Wenn sie es umsetzen würden. Naja, aber dann kommen ja die nächsten Berufsgruppen, die das halt auch dann fordern würden. Und das ist dann, natürlich ist das nicht alles, das andere Problem ist halt auch, dass hier in Deutschland durch Krankenhäuser Gewinne gemacht werden können, das ist halt auch ein Teil des Mangels an Personal dadurch entsteht, dass Krankenhäuser Profite erwirtschaften dürfen und müssen. Und woher nehmen sie das Geld? Das ist natürlich an Personal einsparen und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, den Punkt, den müssen wir, ist wichtig, dass wir den halt auch wirklich immer wieder anbringen, ist die prekäre Beschäftigung in den Krankenhäusern. Dass halt dadurch auch zum einen Tariferhöhungen finanziert werden, zum anderen aber auch Profite finanziert werden. Dass halt ganz, also alle Bereiche, die irgendwie ausgegliedert werden können und konnten, wurden ausgegliedert und dort werden Hungerlöhne bezahlt. Und das kann nicht sein. Also das schafft einfach auch so eine Ungleichheit in den Krankenhäusern und in der Gesellschaft überhaupt. Und dass das bei öffentlichen Arbeitgebern möglich ist einfach ein Skandal. Das gehört auch immer wieder thematisiert. Und das ist jetzt natürlich nicht drin im Koalitionsvertrag. Ja. Also da reden wir zwar von Tariferhöhungen müssen jetzt gering finanziert werden, aber es steht nichts davon drin, dass alle Beschäftigten auch Tarif überhaupt kriegen. Ja. Also das lassen wir natürlich aus. Dann, also mit den die Bündnisse, hier ein paar Leute sind ja auch hier aus anderen, aus der Bundesrepublik, wo halt die Bündnisse auch entstehen sind und schon entstanden sind. Und das, ich finde das halt auch ein gutes Zeichen, dass diese Bewegung einfach auch breiter wird und auch den öffentlichen Raum einnimmt, den es jetzt einfach auch braucht und den öffentlichen Raum ausüben kann. Also das finde ich wirklich eine sehr positive Entwicklung, auch dass Hamburg auch den Volksentscheid gemacht hat, finde ich einfach super und wir können uns ja auch gegenseitig unterstützen, machen wir ja auch. Und es ist natürlich, in Bremen sind sie auch am Überlegen, was zu machen, ist natürlich so Volksentscheid auf in den Flächenländern ist einfach schwieriger, also das ist einfach schwieriger zu mobilisieren und hinzukriegen als in den Stadtstaaten. Das muss man einfach mal
Also jetzt will ich mal übergehen zur Bewegungsentlastung von Verdi bundesweit. Charité ist der große Leuchtturm, das Saarland ist der kleine Leuchtturm. Auch ein, ich dachte, der große Leuchtturm. Nein, der ist nach wie vor der große Leuchtturm. Sind zwei Leuchtturm. Im Saarland haben sie angefangen mit der BVN-Belastung und die haben auch wirklich gute Erfolge da. Wir haben sehr gute Erfolge mit Ultimaten, wo halt einzelne Stationen tatsächlich auch einen besseren Personalschlüssel erkämpft haben. Die haben den ersten Streik an einem katholischen Krankenhaus organisiert. Die Uniklinik ist bei euch mit dabei, ne? Wenn ihr Unikliniker treffen. Also da läuft so einiges, also jetzt einen direkten Abschluss, glaube ich, gibt es da noch nicht richtig. Aber die sind halt dran und wenn man sich so halt die Berichte und die Bilder aus dem Saarland anguckt, das ist halt einfach toll, wie aktiv die Kollegen und Kollegen vor Ort sind. Und bewahrt sich das wirklich, was du eben gesagt hast. Man muss halt, wenn man reingeht in die Häuser oder wenn man ein paar Leute in den Häusern mobilisiert, dann passiert auch was. Also die warten im Grunde so drauf, dass man sie anstupst. Dann die Unikliniken Baden-Württemberg, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, fängt mir da noch was? Ulm. Die haben auch schon einige Streiktage jetzt hingelegt und dort ist jetzt gerade, also die haben jetzt ein Angebot vom Arbeitgeber, wo sie jetzt ernsthaft verhandeln. In Gießen-Marburg, die Unikliniken, das ist ein der wenigen privaten Träger. Ich habe auch ein großes Thema. Nee, bitte. die haben auch einen Abschluss. Die haben tatsächlich schon einen Abschluss zum Thema Entlastung. Dann in Düsseldorf und Essen, die Unikliniken, da weiß ich nicht genau, wie der Stand ist. Da findet so eine Erpressung durch die TVL statt, also Tarifgemeinschaft der Länder. Die sagen, dass wenn ihr hier zum Thema Entlastung verhandelt, dann hören wir mit den anderen Verhandlungen, die gerade laufen, zur Entgeltordnung und zu anderen Dingen auf. Und wie das der neueste Stand ist, da weiß ich jetzt nicht genau, weil die Erfahrung mit Erpressung durch Arbeitgeberverbände machen wir eben TVED. Da gibt es halt die Ansage, dass wenn die kommunalen Arbeitgeberverbände zum Thema Entlastung Verhandlungen aufnehmen, dann würden sie aus dem Arbeitgeberverband ausschließen. Und das gilt nach wie vor, deswegen sind wir bei die Band ist auch nicht wirklich weitergekommen. Aber in Niedersachsen zum Beispiel, in der Region Hannover, das sind auch TVG-Häuser, die sind trotzdem in der Auseinandersetzung und versuchen das auf einer betrieblichen Ebene abzuschließen, also Betriebsvereinbarung. Das ist auch nicht zu unterschätzen mit betrieblicher Ebene. Also zum Beispiel haben sie in Dampf, es ist ein Helios-Klinikum, haben sie gerichtlich durchgesetzt, dass es sowas wie die Personalmindestquote gibt auf den Stationen. Und zum Beispiel zahlt Helios ziemlich hohe Strafen, weil sie die Pause nicht einhalten. Also sie sind ja hier auch in Berlin erstritten worden, in Bering, Helios. Also da läuft viel, was man halt nicht so richtig mitbekommt, außer es gibt immer so ein Urteil wie bei Dampf, weil da läuft halt auch wirklich viel über betriebsrechtliche Arbeit. Also es läuft einfach viel, das ist alles nicht so in der
erstmal vielen Dank, Silvia. Bevor Stefan anfängt zu reden, wollte ich halt nur mal sagen, dass wir uns sehr, sehr freuen, dass Stefan hier ist, extra nur für diese Veranstaltung den ganzen Weg von Augsburg hierher gefahren. Von München hierher gefahren. Wir haben auch andere Münchner da, aber extra für die Veranstaltung, kann leider auch nicht länger bleiben, hierher gekommen, was uns sehr freut, damit wir diesen bundesweiten Austausch bekommen und da auch noch wir Berlinerinnen und Berliner, wir sehen uns ja öfter, aber den bundesweiten Austausch da hinzubekommen und freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, 3 Stunden 55 Minuten, danke der Deutschen Bahn. Ja. funktioniert ja jetzt, das hat ja anfangs nicht so funktioniert. Genau. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, will aber sozusagen 2 Punkte. Ich finde, die Auseinandersetzung in der Organisation um die Tarifbewegung Entlastung war ja insgesamt nicht einfach. Es ist durchaus schwierig gewesen. Und ich glaube, da ist sozusagen an der einen oder anderen Stelle auch Porzellan zu schlagen worden. So, dass man vielleicht mühselig über die nächsten, Jahrzehnte wieder aufkehren muss. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt, und da will ich eigentlich anfangen, da wo, das hat Carsten zum Schluss ein bisschen gesagt, die Frage ist, wo wir jetzt eigentlich stehen und was eigentlich das Zentrale ist und was ich persönlich daraus für eine Schlussfolgerung ziehe. Und zwar die Frage, bei allen Verhandlungsständen bundesweit, auch in Augsburg, sieht man deutlich, dass es relativ einfach ist, einfach ist jetzt übertrieben, aber es relativ schnell zu Lösungen kommt, zu Fragen von Mindestbesetzungsstandards. Aber die Frage ist Konsequenzen, also das, was eigentlich passiert, wenn die nicht eingehalten wird, das, und das sieht man am Abschluss jetzt auch in Baden-Württemberg, sieht es in Augsburg, sieht es, gut, Dachau würde ich jetzt mal ausprobieren, vielleicht danach nur was dazu, aber auch nochmal so auf diese bayerischen Blick, man sieht es übrigens auch in Günzburg, also dort, wo wir das scheitert, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir das nur hinkriegen und es wird auch kein Arbeitgeber abschließen. Also die Baden-Württemberger werden immer sagen, wenn wir unterschreiben, dann wird es die Charité auch machen. Das Klinikum Augsburg wird sagen, wenn wir unterschreiben, wird es die Charité auch machen müssen. Die Charité wird es nicht abschließen, wird sie sagen, dann wird es Augsburg auch machen müssen und so. Also ich glaube, das ist nur mit einer gemeinsamen Streikstrategie möglich, dieses dicke Brett zu durchbrechen. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das nur geht, wenn wir Unikliniken, wie die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, oder wir in Augsburg jetzt zukünftige Uniklinik, sind wir derzeit noch in kommunaler Trägerschaft. Ich muss mal dazu sagen, wir sind ja erst ab 01.01.2019 Uniklinik, also wenigen Uniklinik-Umwandlungen im Jahr der Republik. Das war ein Lieblingsprojekt von Horst Seehofer, die jetzt hier so, ist ja leider vorher, oh Gott sei Dank, irgendwie aus Bayern weg. Jetzt haben wir Söder. Gott sei Dank. Macht es auch nicht besser, wenn man allein kurzer Lebenssatz, wenn man allein die Veränderung des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern anguckt, was sich jetzt auf den Weg gemacht hat, muss man ja überlegen, ob man Arbeitsmigration treibt und aus Bayern flüchtet. Aber das nur am Rande. Und ich glaube, das ist nur, aber sozusagen, ich glaube, der Durchbruch im Konsequenzmanagement ist nur gemeinsam zu lösen. Das bin ich der festen Überzeugung. Das kriegt ein einzelnes Haus gar nicht hin. Das kriegt Homburg nicht hin. Das kriegen wir alleine nicht hin. Ich bin auch der Überzeugung, dass es die Charité alleine nicht hinkriegt. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir aber da immer beide Punkte im Blick haben müssen. Frage der betrieblichen und der betrieblichen Auseinandersetzung mit auch einer Streikperspektive, gleichzeitig aber auch die politische mit dem Volksbegehren und
Das ist ja auch auffällig, wie viele Bundesratsinitiativen es eigentlich schon gibt jetzt. Also wenn jedes Volksbegehren eine Bundesratsinitiative auslöst, dann haben wir dann irgendwie 16 Bundesratsinitiativen, haben wir immer noch keine gesetzliche Personalbemessung. Und ich glaube, und da habe ich eine komplett andere Einschätzung wie viele in dieser Organisation, weil viele sagen ja immer, in Flächenländern ist ein Volksbegehren oder ein Volksentscheid viel schwieriger. Bayern ist jetzt kein kleines Land, aber ich vergleiche das mit dem Volksentscheid zu Studiengebühren in Bayern. Und ich halte das Pflegethema so für elementar für die Bevölkerung, wie auch die Studiengebühren im Übrigen, wobei die Studiengebühren halt für weniger elementarer, aber sozusagen, dass das möglich ist. Und beim Volksbegehren gegen Studiengebühren vor ein paar Jahren, übrigens in Bayern gab es kein Volksbegehren, das jemals, außer Nichtraucherschutz, das jemals erfolgreich war, obwohl sie alle erfolgreich waren. Also auch die Studiengebühren hat bevor, also alles, also das Quorum von 10% war erreicht, die bayerische Staatsregierung hat es per Landtag abgeschafft. Also so, ne? Also das meine ich damit. Also es gab das einzige erfolgreiche Volksbegehren, das es gab, das war der Nichtraucherschutz damals in Bayern. Und das ist das einzige Volksbegehren, das auch bis zu Ende durch existiert worden ist. Alle anderen Themen sind von der Staatsregierung erledigt. Und das ist schon spannend und deswegen glaube ich auch, es gibt ja zurzeit so eine Überlegung, ob wir in Bayern uns auch auf den Weg machen zum Volksbegehren. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung davon, dass es gut klappt. Und allein, wenn man das in den größten, und wir haben ja Landtagswahl, da ist es ja noch viel spannender, solche Dinge auf den Weg zu bringen, weil es ja viel lustiger ist, die Staatsregierung nochmal zu ärgern, wenn man sozusagen ein paar Monate vor der Landtagswahl ein Volksbegehren zu Mindestpersonalstandards in Krankenhäusern auf den Weg bringt, die flippen ja völlig aus. Aber da ist wirklich die Frage, nein, weil es ist ja auch spannend, Söder hat ja bereits vom bayerischen Pflegeprogramm gesprochen. Ja. Ne? Also so, ne? Also sozusagen die Herr, also übrigens finde ich das auch spannend, weil es gibt kein Thema Bundeswahl, das so in der öffentlichen Präsenz ist, wie die Pflege, wird Ministerpräsident, spricht vom bayerischen Pflegeprogramm. Und was eigentlich dahinter steckt, ist die Herdprämie für Pflegende. Ne? Also so, ne? Also die wollen ja das Pflegegeld erhöhen. Die Herdprämie für Pflegende. Also das ist sozusagen auch skurril, wird übrigens auch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen. Aber, so. Aber deswegen glaube ich, dass es auch erfolgreich sein kann, weil alle Volksbegehren in Bayern erfolgreich, obwohl sie nie bis zum Ende durchexistieren.